Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Ja, ich denke mal, heute werden mir die Themen ausgehen, weil ich wirklich extrem viel im Voraus produzieren muss. Deswegen, leider, ich habe jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Themen. Und ja, selbst wenn ich ein Thema pro Folge aufgreife, klappt das nicht so wirklich, weil ja, ich muss jetzt hier 11 Parts im Voraus produzieren und das wird schon etwas knapp. Ich könnte vielleicht mal ein Thema über 2 Parts strecken, so ein ganz ausführliches, und naja, aber egal. Ab dem 6. Januar werde ich dann wieder die Themen besprechen können dann. Deswegen schreibt mir trotzdem weitere Themen bitte in die Kommentare mit Thema Doppelpunkt und dann per PN mit dem Betreff Thema ETS 2. Und bitte nicht so eine Scheiße wie Ei oder Baum oder so ein Kram, weil das ist einfach blöd. Das finde ich nicht toll und das möchte ich auch nicht. Machen wir mal Radio an. Und jetzt waren wir hier auf der Landstraße zu passender Musik. Hoffentlich wird das heute nicht nur so eine Fail-Aufnahme. Na gut. Hoffentlich fail ich heute nicht zu hart. Boah, 42% hat der Truck schon. Scheiße, muss ich ja bei der nächsten Stadt nochmal in die Werkstatt. Oh, jetzt hat er 43, oder? Ja. Ich muss sagen, die Bremsen sind schon was Feines. Ja, fangen wir gleich mal mit dem nächsten Thema an. Deswegen habe ich auch ein bisschen Bedenken, dass ich mit den Themen nicht ganz hinkomme. Denn das nächste Thema ist Laptop oder Netbook. Weil, naja, ich finde so Laptops richtig. Also, Laptop ist einfach. Ja, Laptop ist eigentlich der Oberbegriff dafür. Da zählen noch Netbooks drunter. Also, Notebook oder Netbook heißt das Thema korrekt. Und, muss sagen, ganz ehrlich, wenn dann lieber Netbooks. Notebooks sind für mich, ja, wer von euch schleppt wirklich aktiv jeden Tag sein Notebook wirklich mit zu, was weiß ich, und gebraucht es dann dort? Das machen die wenigsten, weil wirklich bei den meisten, und haben auch Umfragen ergeben, steht das Notebook als PC zu Hause. Und ja, da hole ich mir lieber einen richtigen Rechner, so wie ich ihn habe, und ja, dann klappt das, dann der hat wesentlich mehr Leistung als irgendein Netbook oder Notebook je haben wird. Und, gut, das stimmt jetzt nicht, aber als es derzeit hat. Und ja, dann, ich verstehe den Sinn einfach nicht dahinter, sich so ein Notebook zu kaufen. Eigentlich fast genau dasselbe ist es beim Netbook. Nur beim Netbook ist es für mich, Netbooks nehme ich schon eher mal mit irgendwo mit hin, weil die passen einfach wirklich in fast jede Tasche, und so ein Notebook ist dann schon öfters mal riesig und oder etwas größer, und dann muss man dann wirklich direkt einen Rucksack mitnehmen und so ein kleines Netbook, das kann man mal kurz in eine Tasche stecken und dann war es das. Oder sich mal kurz unter den Arm klemmen, rennt mal mit einem Laptop unterm Arm rum. So einen schönen 15 Zoll Laptop oder sowas. Oder so ein 20 Zoll Laptop von mir aus auch. Das ist mal nicht so einfach gemacht, die sind ja auch auf die Dauer irgendwann schwer. Wenn er dann irgendwie eine Dreiviertelstunde mit dem Notebook dann im Bus steht, da ist so ein Netbook dann schon schöner, wenn er da irgendwie nur 100 Gramm wiegt oder sowas. Boah, was macht er denn da wieder? Und da muss ich schon sagen, hallo? Da dann doch eher Netbook, auch wenn ich... Was ist das denn? Warum denn 38... gerade war es noch bei 3%. Will der mich verarschen? Nur weil ich dagegen das eine Scheißschild gekommen bin? Ey, der will mich doch wohl verarschen. Ja, was macht der Truck denn jetzt hier für einen Müll? Fahr doch zu. Oh, fahr doch.
komm. Ja, wunderbar. Hoffentlich packt er das jetzt. Naja, auf jeden Fall sehe ich den Sinn in solchen Laptop oder Notebooks nicht. Dann nehme ich lieber ein Smartphone oder ein vernünftiges Tablet. Jetzt kein iPad oder kein iPhone. Hatte ich auch schon mal erklärt, warum. Also, ja. Dann nehme ich ein vernünftiges Smartphone oder ein vernünftiges Tablet. Das hat dann, ist dann auch entsprechend gut und einfach wesentlich praktischer, weil so ein Smartphone kann man sich einfach mal schnell in die Tasche stecken und ja, also für E-Mails checken reicht das auch, oder man kann da ja auch kleine Spiele drauf spielen. Es gibt sogar wirklich epische Spiele mit Story-Inhalten und was weiß ich, und es gibt auch richtig aufwendig produzierte Spiele wie Brothers in Arms oder so. Da steckt dann wirklich eine Menge Mühe hinter den Spielen. Das ist nicht mal kurz so gemacht Doodle Jump oder sowas, sondern da wurden Drehbuchautoren engagiert und richtige Grafiker, und Doodle Jump kann man alleine machen. An einem Tag oder sowas. Und ja, das ist. Oder Modern Combat oder sowas, das gibt es hier auch. Oder ja, die ganzen Gameloft-Spiele eigentlich, weil Gameloft ist, denke ich mal, ist glaube ich EA. Oder gehört zu EA, meine ich. Und ja, das ist einfach mit einer der größten oder der besten Smartphone-Spiele-Firmen, und das finde ich schon ein Stück besser. Und ja, das läuft dann da auf den meisten Geräten auch. Wenn ich mir jetzt so einen Laptop kaufe, dann laggt es unter Umständen, weil ja, so ein Laptop ist nicht immer gut. Und Minecraft mit 10 Frames habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist nämlich scheiße. Ich muss hier abbiegen, oder? Ich sehe ja gar nichts mehr! Geil. Wunderbar. Und das mit dem verfickten Anhänger hier. Mit dem verfickten Truck. Oh, wer hat den Truck eigentlich so zerfistet, ey? Ich weiß, was ich mache. Demnächst engagiere ich mir mal einen Guten. Der soll für mich mal eine Fahrt machen. Ich brauche nämlich Geld. Ja, da ist jetzt mir wieder die unsichtbare Mauer im Weg. Ja, wenigstens bin ich auf die Straße gekommen. Ist ja schon mal was. So ein Müll, ey. Naja, also ganz ehrlich, Laptops oder Notebooks kann man sich eigentlich beides in den Arsch stecken, finde ich. Das ist Jacke wie Buchse, richtig scheiße einfach. Und naja, braucht's in meinen Augen nicht. Man hat einen Rechner zu Hause und für unterwegs kann man dann Smartphones oder Tablets benutzen. Und ja, finde ich einfach wesentlich komfortabler. Und so ein Tablet ist auch oft leichter als so ein Laptop oder sowas. So ein Smartphone erst recht. Und ja. Gut. Dann haben wir jetzt ein schönes Thema in diesem Part gehabt. Dann höre ich jetzt auf. Nicht mit dem Part, sondern mit Themen erzählen. Und werde mich aufs Spielgeschehen konzentrieren. Vielleicht fallen mir auch noch einige private Dinge auf. Oder einen, ja, wie zum Beispiel, ich habe gerade schön, boah, wie lange war das? Ich habe 12 Parts Minecraft aufgenommen, so kann ich es besser beschreiben. Ja, einfach nur, damit ich im Voraus echt genug hab. Und dass das nicht so ganz scheiße wird über die Ferien dann. Auf jeden Fall habe ich Minecraft schon mal genug. Ich habe auch mit, ich habe das auch mit Gästen aufgenommen, dann mal wieder mit, der Goon und der Scortex kommen nochmal rein. Scortex hat so ein episches Knacken im Mikrofon, weil sein Laptop irgendwie sein Mikrofon nicht richtig verkraftet. Heißt, die Soundkarte von seinem Laptop ist im Arsch und deswegen knackt sein Mikrofon immer. Richtig geil. Tja. Richtig lol. Aber ist ja auch egal.
Aber ich finde, das hat man jetzt gar nicht so gehört. Man hat zwar immer so ein Knack, Knack, Knack gehört, wenn man jetzt dazu schaltet. Denke ich, würde das schon auffallen, aber so. Ich habe das zum Schluss gar nicht mehr gemerkt. Jetzt so in der Aufnahme, deswegen. Also, denke ich mal, verkraftet man das schon mal. Jetzt haben wir 8 Stunden, eine Minute noch. Wann muss ich das nächste Mal pennen? Ja, was ist das denn? Warum jetzt schon wieder? Oh, komm schon. Ist doch Arsch. Naja, ich denke mal, das verkraftet man schon. Und wann muss ich denn dann das nächste Mal? Ja, gut. Kann ich dann nächste Mal nochmal pennen? Schitte, so. Und so. Gut. Mit den F-Tasten habe ich es immer noch nicht so ganz raus. Oh, scheiße. Jetzt muss ich gleich noch Euro Truck Simulator 2 rendern und Minecraft rendern und muss ja auch noch ganz viel aufnehmen und so ein Kram. Deswegen werden die Parts jetzt auch etwas kürzer, damit ich das hochgeladen bekomme, weil wenn ich dann 15, 16 Minuten Parts raushaue, das ist einfach dann schon etwas lange. Das ist mir einmal aus Versehen bei Minecraft passiert. Aber einmal kann ich das verkraften. Deswegen, ja, müsst ihr euch mit etwas kürzeren Parts zufrieden geben. Über vom 26. also von heute bis zum 5. müsst ihr euch mit etwas kürzeren Parts zufrieden geben. Und der Minecraft-Part am 6. wird auch noch etwas kürzer sein, aber naja. Einfach nur, weil, ja, ich habe zwar eine 32.000er Leitung mit 2 Megabits ab, die lädt auch schon mal was schnell hoch, aber halt nicht so ganz. Und das ist halt schon blöd. Ne, deswegen, ich werde das gleich dann jetzt noch versuchen zu rendern, den ganzen Kram, zumindest die Parts für heute, damit das klappt. Und naja, auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.